Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir, den Doomsday und The Casting of Frank Stone. In der letzten Folge haben wir uns das erste Mitglied verloren. Reime ist von uns gegangen. Auf ziemlich krasse Art und Weise. Wie auch immer das dieser Geist oder ich vermute mal, dass es Frank Stone getan hat. Und ja, wir sind jetzt wieder in der Jetztzeit und wir versuchen jetzt in diese komische Tür zu kommen, wo wir einen Gegenstand finden müssen. Und wie es da weitergeht, das sehen wir jetzt. Let's go! Was ist das? Ein Schlüssel. Guck doch mal auf das Schild. Oder nicht? Was sagt man über Schlüssel? Da muss ein Schloss in der Nähe sein. Naja, sagt eigentlich keiner wirklich. Unten hatten wir, glaube ich, eine Tür, oder? Wo ist Dings hin? Die ist weg. Ich glaube, unten war eine Tür. Ah ne, das war dieses komische Ding da hinten. Warte mal. Ich glaube, ich erinnere mich. Da hinten der Schrank, glaube ich. Genau. Da fehlt doch etwas. Okay. Finde das fehlende Teil des Dioramas. Okay. Aber wo? Ah, hier. Das vielleicht. Etwas so Seltsames muss wichtig sein. Kann ich es öffnen? Gute Frage. Unten ist irgendwie ein Grafikfehler. Ein Teil fehlt. Kann ich hier irgendwas wegnehmen? Nee. Wir schauen noch mal oben. Ob hier noch irgendwas liegt. Zettel. Nee. Dann wo ganz unten. Der Baum. Du kommst mit, Freundchen. Ah. Platziere den Baum im Diorama. Und kommt denn jetzt runter? Ich will wieder hochgehen. Eine Art Hammer. Vielleicht ist er von der Statue des kleinen Kerlchens. Ja. Da hätte ich ihn jetzt auch reingetan. Hinterwäldler und sein Hammer. Wieder vereint. Ha. Gut. Schließen wir das Tor auf. Bringe den Becher zum Tor. Was wartet wohl hinter der Tür? Nichts Gutes. Will ich das überhaupt wissen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist da ein Muster. Gibt die richtige Aber Kombination, es geht mir nicht in den Kopf. Oder sind es die Köpfe? Ah.
Dachte ich mir schon, das hat mit dem Diorama zu tun. Das war nicht so schlimm. Okay, krasses Haus. Batcave. Tja. Wenn du dir Einblicke in Augustins Gedankenwelt erhofft hast, ist doch, was du wolltest. Hurra. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das nicht. Los, wir schauen uns um. Pass auf. Erkunde das Reliquiar, um mehr über Augustin Leiber zu erfahren. Oder Lieber. Immer noch komischer Name. Oh, wie aufmunternd. Ha. Das ist wie ein Museum für... Shit, keine Ahnung. Etwas Überirdisches, so viel steht mal fest. Überirdisches. Hey, Linda. Sieh dir das an. Ja, gleich. Ich melde mich vom Trade Winds Kino in der Texas Avenue, wo wir Zeugen wurden. Wir sind Zeugen einer Art Protestaktion oder... Ich weiß es nicht. Ich kann derzeit nur berichten, dass es mehrere Angriffe auf gewöhnliche Bürger sowie auf Polizisten und Sanitäten. Es ist nicht eindeutig, zumindest nicht für uns, was der... Auslöser für diese Situation war, aber ich bestätige, dass es im Innern des Kinos begann. Es wird berichtet, dass ein Mitarbeiter bei der Vorführung von Murder Mill totgetrampelt wurde. Von hier aus sehe ich beträchtliche Schäden. 9 von 12, hätte keine 9. Die Polizei versucht noch immer, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Okay, oh, okay. Oh nein, okay. Gerade wird hier jemand verhaftet und mehrere Personen stürmen von allen Seiten auf die Polizisten. Getrocknetes Blut? Ach du Scheiße. Volt of 4. Immer gleich das Richtige aufgeschlagen. Schon mal erwähnt, dass man sehr viel lesen kann in dem Spiel. Ein Roman in dieser Welt, aber vielleicht eine düstere Realität in einer anderen. Was ist das? Das ist ja alles wie ein Filmset hier. Akademon. Aha. Göttliche zerstörerische Mächte. Und was hast du? Sagen die dir irgendwas? Ja, tatsächlich. Das ist genau wie in meinem Film. The Prophecy of Pain. Nachdem sie die Grabkammer öffnen? Oh, ja, absolut. Es ist wirklich ganz genau so. Es gibt kein Grab in The Prophecy of Pain. Oh, ich... Ja, sorry, hab's verwechselt mit einem der anderen... Wenn ich mich recht entsinne, gibt's in keinem meiner Filme irgendwelche Gräber. Alte Flüche und dieser ganze Fantasy-Kram waren nie mein Fall. Aber das weißt du alles, weil du so ein Riesenfan von mir bist. Oder nicht. Okay, also... Du hast keinen einzigen meiner Filme gesehen, oder?
Ich bin ein Fan deiner Reputation. Klar. Was Filme angeht, bin ich ehrlich gesagt eher so der Boom! Ratatatatata! Action. Unterhaltung. Cliff Burrow. Meine Filme untersuchen die Wurzeln des Bösen im Herzen der Menschen. Dir sind sie wahrscheinlich nicht unterhaltsam genug. Aber jetzt, wo du aufgeflogen bist, verrat mir doch bitte, wie du wirklich an den Film gekommen bist. Tja, wenn du das unbedingt wissen willst, wirst du mir im Gegenzug etwas anbieten müssen. Was will der? Eine Wette. Sollen wir es interessant machen? Wie denn? Eine kleine Wette. Wette? Wenn ich gewinne, verrätst du mir alles. Und sonst? Dann kriegst du mein Stück vom Film. Deal. Der Deal steht. Keine Rückzieher mehr. Meine Güte, wir sind doch nicht 12. Münzwurf? Klar, aber ich sag ihn an. Ich sag an oder ich bin raus. Also gut. Was darf's sein? Boah, ich hab Kopf. Kopf. Nun, so ist das Leben. Wir hatten einen Deal. Ah, verkackt. Warte. Nein, nein. Toll, wirklich toll. Hey, war doch ein Versuch wert. Verflucht. Hätte ich Zeit gemacht, wäre es zweimal Kopf gewesen, ja. Oder was? War jeden Penny wert. Wow. Okay, habe ich mich jetzt hier überall erkundigt? Ich glaube ja. Reden wir mal mit Madison, oder beziehungsweise mit dem Tisch. Oder kann ich mit ihr reden? Nee. Das ist... Die Kamera. Nein. Unmöglich. Aber das ist die das Alte. Hey, Linda. Das solltest du dir ansehen. Was ist das? Es lag einfach hier, so aufgeschlagen. Talismane. Bergen Quellen großer Macht. Können viele Formen annehmen, manifestieren sich oft als Andenken früherer Opfer. Opfer. Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber es muss für Augustin wichtig sein, wenn sie die Seite offen ließ. Vielleicht ist... Wer ist das? Ist das Sam? Das ist Sam, oder? Oder Robert? Sheriff Green! Mach doch nicht immer kalt und dann auf einmal wieder andere Zeit. Oh. A perilous place. Holen wir nicht lieber den Rest der Crew? Er hinterfragt schon gar nicht mehr, was sie ihm erzählen. Ich meine, er ist echt klug. Aber Eltern irren sich auch. Das muss doch in seinen süßen kleinen Kopf reingehen. Bonnie. Er kann nicht ewig ein kleines Muttersöhnchen sein. Bonnie. Hm? Langsam wird's echt kalt. Lass uns die anderen holen und abhauen. Oh, kalt. Ja, dagegen habe ich doch was. Taschenwärmer. Ajoi. Okay, klar. Danke. Haha. Ha.
kälter geworden als gedacht, als ich euch bis hierher gefolgt bin. Ich kenne meine Grenzen. Ich habe sie die ganze Zeit gespürt, als ich die letzten Wochen zu Hause war. So schlimm kann Zeit mit der Familie doch nicht sein. Das kann auch nur jemand behaupten, der meine Familie nicht besonders gut kennt. Ich habe viel Zeit mit Jaime verbracht. Jaime ist... tot. Er kann okay sein. Er muss endlich erwachsen werden. Du musst ihn überreden, nach der Schule Cedar Hills zu verlassen. Er könnte nach New York kommen, egal, solange er nicht hier bleibt. Weiß nicht, ob Jaime sich hier ein anderes Leben vorgestellt hat. Er denkt nicht so weit voraus. Selbst wenn er es nicht tut, du musst... Was, gehen? Ja. Ich meine, außer es gibt irgendeinen geheimen Grund, warum du hier bleiben willst? Inwiefern geht dich ja was an? Nichts dergleichen. Meine vielen einseitigen Affären mit toten Schriftstellern zählen nicht. Hab's gewusst. Dass ich auf Tote stehe? Dass dieses Nest dir nichts bieten kann. Warum hast du Cedar Hills nur so? Du warst praktisch das Stadtmaskottchen. Damals dachte ich noch, die Welt beginnt auf der Hauptstraße. Dreht sich einmal um die eigene Achse und endet wieder auf der Hauptstraße. Als ich nach New York zog, verstand ich, die wirkliche Welt beginnt auf der Canal Street, bewegt sich zwischen Avenue C und Westside Highway und endet auf der 14. Cedar Hills kommt darin gar nicht vor. Wie läuft's mit deiner Band? Ich würde euch wirklich gern mal live sehen. Futsch. Schluss aus. Ende. Sorry. Schon okay. Bands eben. Mir ging's eh nur um die Mädchen. Aber ich machte den Fehler, ein Mädchen aus meiner Band zu daten. Oh. Sie war cool, aber als sie hörte, dass meine Heimreise länger dauert, haben sie und die Band ohne mich weitergemacht. Du hast was Besseres verdient. Ja. Finde ich auch. Theoretisch dürften die beiden ja nicht sterben. Vielleicht sollten wir die anderen suchen. Bist du sicher? Ich komme gerade in Fahrt. Ja, bin ich. In der Theorie. Aber da es hier anscheinend auch Multiversum gibt. Der Roboter holt seinen Vater und ja, Chris ist verschwunden und sobald Mom nach Hause kommt, ist tot. Heißt es nichts wie weg für diese Chica. Nichts wie weg. Tschüss, ciao und war mir ein Vergnügen. Ich kapier's nicht. Und jetzt können wir das Ding benutzen. Hills. Endgültig. Oh. Kann ich verstehen. Wieder in die Stadt? Wo sollte ich denn sonst hin? Gibt ja auch andere Städte, oder? Nee, nur die eine. Was hast du da vor? Was ich immer mache. Rumspinnen, ablosen. Vielleicht Filme drehen. Ach ja? Ja, klingt nach Spaß. Manchmal schon, ja. Wo habt ihr eigentlich die Kamera her? Oh, das ist nicht meine. Sie gehört Jaime. Aber jetzt frage ich dich. Aus einem Kuriositätenladen in der Stadt. Gab dann wohl nur die eine. Ja. Aber noch ein Teil. Also sind die Nummerierungen oben nur die Stückzahlen von denen. Okay. Verstehe. Ja, schauen wir mal, wo die anderen sind. Beziehungsweise wir wissen ja, wo sie sind. Hier eigentlich? Ja. Hey! Leute? Hallo? Hey, wo sind denn alle? Da ging's zwar.
Oh nein. Jaime? Honey, Jaime! Wahrscheinlich nicht. Ernst. Bonnie, lass uns Chris und Robert fragen, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind. Oh, Scheiße! Dort! Was ist das? Das ist das, was Frank Stone mit seinen Opfern... Oh, Scheiße! Das ist vielleicht ein Nachahmer! Wir müssen los! Nein, nicht ohne Jaime! Bonnie, wir müssen los! Sofort! Den hat's zerlegt. Mit der Kamera kann man... Was zum Teufel war das? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Kann man ihn wohl kurzzeitig stoppen? Hier ist ein Loch. Das Kabel sagt ja schon, dass man hier irgendwo Strom einschalten muss. Ah, man sieht schon Generator. Hoffe, das sind alle Teile da. Wenn ich rausfinde, womit der verbunden ist, komme ich hier vielleicht raus. Ach verdammt, doch erst andere Richtung. Ernst? Ich war doch am Generator. Frech. Hier ist alles da, komischerweise. Oder nicht. Geh weg. Geht das jetzt oder? Hey, da lag noch was.
Also ist nur das eine, okay. Controller repariert. Rufe den Fahrstuhl nach unten. Zieh dich. Kamera bewegt sich automatisch irgendwie immer in eine andere Richtung. Fuck! Nein! Es kommt! Na. Oh. Hoch da. Okay. Es ist weg. Oh Gott. Ich muss Bonnie finden. Ist drüben noch irgendwas? Nein. Die Steuerung, gell? Ja. Du bist Frank Stone im Waggonschuppen entkommen. Ja, es ist wirklich Frank Stone. Zwei, vier, sechs, sieben Stück fehlen. Ah. Fünf haben wir erst. Und wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge hier mit mir, den Doomsday. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Macht's gut.